Super. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Das war ja klasse. Claudius, bist du bei sowas noch aufgeregt? Nee, nicht wirklich, weil ich glaube, ich habe diese Routination, oder wie man das sagt. Also Routine. Routine, genau. Die zum Beispiel bei der Generalprobe, also vor der Premiere, war ich relativ aufgeregt. Und dann aber bei der Premiere ging es eigentlich, da ich durch die Generalprobe sehr viel Sicherheit bekommen habe. Wow, du hattest eben einen Live-Auftritt im Fernsehen. Und das in deinem Alter, wie alt bist du? 13. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja. Willst du auch mal richtig, ich meine, du bist eigentlich schon Musical-Darsteller, aber willst du es auch später als Beruf machen? Ich habe mir das schon mal überlegt und ich habe überlegt, also ich möchte eigentlich sehr gerne Architekt werden. Und das ist ja was ganz anderes. Ja, eigentlich schon, aber ich habe überlegt, vielleicht kann ich das auch so nebenbei machen oder ich weiß es noch nicht ganz genau. Was sagen deine Eltern? Also die wären auf jeden Fall stolz auf mich, wenn ich beides machen würde. Und die sind auf jeden Fall auch jetzt sehr stolz auf mich. Und also, ja, ich glaube, sie würden mich auf jeden Fall unterstützen, wenn ich beides machen würde. Toll, also du eignest dich auf jeden Fall als Musical-Darsteller, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, aber auch Sie natürlich, liebe Herr Rau, der Hauptdarsteller. Toll, dass Sie da sind, obwohl Sie montags ja eigentlich spielfrei haben. Ja, das gehört eben zum Job dazu. Ne? Ich meine, wir spielen ja nicht nur Vorstellungen, sondern wir müssen die auch voll kriegen, die Vorstellungen. Und deswegen versuchen wir natürlich, wo es geht, den Leuten zu zeigen, was wir machen. Und ja, ich kann nur sagen, kommt so, nach Fulda. Kommt nach Fulda, so und noch besser ist das bei uns auf der Bühne. Sie spielen ja mehrere Rollen. Kommen Sie da nicht durcheinander? Naja, ich habe es ja geprobt. Also ich mache das ja nicht jetzt von heute auf morgen. Ja, also ich meine, das Stück basiert ja darauf, dass im Grunde genommen nicht nur die Schatzinsel erzählt wird, sondern auch eben die Entstehung der Schatzinsel. Und ja, ich versuche natürlich die Rollen ein bisschen voneinander abzusetzen. Also der Louis, der ist so ein bisschen flippiger, jünger. Der Schiffsarzt in der Romanhandlung, der ist so ein bisschen verklemmter. Und der Ben Gunn, auch aus der Romanhandlung, das ist ja einfach nur ein wahnsinniger Pirat. Also Sie können auf jeden Fall stolz auf Ihr Ensemble sein. Du bist wahrscheinlich das jüngste Mitglied, richtig? Ja, also wir haben ja noch zwei andere, die meine Rolle genauso wie ich spielen. Ja. Und also da bin ich der Älteste. Also die zwei sind noch mal ein bisschen jünger als ich. Und wie ist es, wenn da so hauptsächlich ältere Herren dabei sind? Ja, toll eigentlich. Verstehst du die Witze? Wenn die Witze machen, ich meine, eure Witze, die versteht ihr euch gegenseitig? Ja. Das finde ich gut. Die älteren Herren. Hast du das gehört? Ja, Entschuldigung, aber verglichen mit seinem Alter, ich bin auch eine ältere Dame. Ich meine, gut. Ja. Nee, das passt also das macht auf jeden Fall Spaß? Ja, total. Mhm. Also wir verstehen uns, glaube ich, alle auch sehr gut. Und ich habe mit niemandem Schwierigkeiten oder sowas, alle total nett. Mhm. Und wie ist es dann, wenn ihr Applaus bekommt, jeden Abend, an einigen Tagen sogar zweimal? Mhm. Hast du dann noch so Kribbeln im Bauch und denkst so, oh toll, ja, das ist super eigentlich geklappt? Das Beste von allem, am Schluss dann den Applaus zu bekommen, das ist schon sehr schön. Und auf der Premiere habe ich auch fast geweint, aber ich habe es dann lieber. Mhm. Ja. Das sind natürlich auch emotionale Erfahrungen. Ja. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Rau? Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, es gibt keinen Tag wie den anderen. Also der Applaus ist das Schönste. Ich würde sagen, das ist auch das Tolle an unserem Beruf. Mhm. Denn ich glaube, es gibt viele Berufe, wo sich die Menschen genauso wie wir, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ein Wort auf den Lippen, das möchte ich nicht aussprechen, also sagen wir mal, sehr anstrengend dabei. Und dann aber klatscht am Ende keiner. Aber für uns ist es einfach so ein Geschenk. Wir reiben uns auf für die Leute und am Ende klatschen sie. Und bis jetzt gibt es dann auch öfters auch stehende Ovationen und das ist natürlich einfach wunderbar. Das heißt, würden Sie das Publikum in Fulda als kritisch bezeichnen, die sehr wohl wissen, was gute Qualitätsarbeit ist? Also wenn Sie kritisch sind, dann haben Sie alles finden Sie es offensichtlich gut. Ja. Denn also es ist jedenfalls so, dass wir eigentlich bei jeder Vorstellung bis jetzt tatsächlich, wie gesagt, stehende Ovationen hatten. Und dann denke ich mir auch, Mensch, ja, dann muss es den Leuten auch gefallen haben.